Sänger und Sängerinnen der 33 Chöre aus 19 Staaten sind zu dem internationalen 28. Franz Schubert Chorwettbewerb in Wien gekommen. Chorsingen konnte man auf verschiedenen Orten Wiens hören. Es war so passend für die österreichische Bundeshauptstadt, die vor allem als Welthauptstadt der Musik gilt. Hier haben viele Komponisten und Musiker im Laufe der vergangenen Jahrhunderte gelebt und gewirkt. Die Wiener Institutionen pflegen bis heute eine große Tradition, diesen Ruf dauerhaft lebendig zu erhalten und sie in die ganze Welt hinauszutragen. Besondere Aufregung des Teilnehmers fühlte man überall. Die Probe und selbst der Wettbewerb war einfach glänzend organisiert. Ohne Verzug, ohne Pause. Das internationale Interesse an Fest der Chormusik ist nach jahrzehntelanger Aufbauarbeit vor allem dank der hervorragenden Arbeit des Vereins Interkultur und der über die Grenzen des Landes anerkannten Qualität der Jury und künstlerischen Leitung diesmal so groß wie nie zuvor. Um allen einen lebendigen Eindruck von der Atmosphäre des Festivalscharakters zu vermitteln, bitten wir, die Gelegenheit, Impressionen und Erlebnisse der Veranstaltung durch die außergewöhnlichen musikalischen Erfahrungen des Kinderchors Singende Herzen aus Mukatschewo auf der einzigartigen Bühne des Schubert-Saals des Wiener Konzerthauses zu präsentieren. Thank you.
Sänger und Sängerinnen jeden Alter, deren Philosophie ist Singen, weil es Spaß macht, sind beim Wettbewerb willkommen. Kinder und Jugendchor Singende Herzen. The choir stage come from the Ukraine. Kinder und Jugendchor Singende Herzen. Sie singen folgende Werke. They will perform the following pieces. Prosper Quidi, Maria Mater Grazia, Ludwig Stur, Gloria aus Messe numero 5. Jacques Arkadelt, Ave Maria. Igor Shamo, Kupalska. Die Dirigentin, die Choir will be conducted by Erika Schäbeler.